Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück beim FIFA-Orakel. Heute mit der grandiosen Partie Stuttgart gegen Darmstadt. Und mit dem Goro bei. Hallo. Hallo. So, ich habe gehört, Goros Stammtorhüter spielt heute nicht. Das kommt mir sehr gelegen. Oh, was haben die denn für schlechte Verteidiger? Spielen die wirklich? Garcia, Zulu, Junior, Diaz, Niemeyer. Ganondorf habe ich, geil. Oh, perfekte Aufstellung. Sandro spielt ja. Und Rosenthal. Also eigentlich, das sind so alles so ein bisschen die verlorenen Talente, die bei mir spielen, ne? Mhm. Halt, warte mal, was ist denn mit Stroh Engel? Ach, der sitzt auf der Bank. Warum das? Gentner. Oh, Sailor, den will ich noch einwechseln. Was hat der denn für einen geilen Bart? Stimmt, der Bart ist in Dingens echt nicht so geil im Spiel. Mit Kempe, Ranovic. Was mit Rupp? Warum spielt der nicht? Hand-OP. Wofür braucht er seine Hand, bitte? Ja, ehrlich. Ja, okay, das passt so. Darmstadt, aber die haben so ein geiles Lied, ey. Welches? Die Vereinshymne. Schicke ich dir nachher mal. Das ist so ein Italiener, der singt halt irgendwie Lilie vor. Okay. Total witzig. Oh Lilie, oh Lilie, oh Lilie. Ich dachte vielleicht irgendwie sowas wie, pf, keine Ahnung. Joanna, ja, du geile Sau oder so. Nein, das ist doch ein Witziger. Ich schicke dir das nachher. So Leute, jetzt müssen wir es aber mal wieder anstrengen. Ich habe ja Goro gewinnen lassen, damit er das Orakel fortführt, letztes Mal. Weil er hat gesagt, wenn er jetzt immer verliert, dann ist er raus. Dann bin ich raus. Lilie, oh Lilie, oh Lilie. Oh Gott, wieso oh. Zu Werner? Hallo Werner! Oh Maxim, ich liebe Andrew Maxim, ne, ganz ehrlich. Ist ja, das ist ja so eine... Ja, richtig gut! Ey, oh, Rausch, ey. Alter, echt. Ich verletze dich nur. Rausch ist so der beste Mann in Darmstadt, glaube ich. Ja, und jetzt rennt Rausch auch durch und macht eine geile Flanke. Und er dann hat Hannover gespielt, ne? Direkt 1-0, ja. Wo hat er noch gespielt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich versuche Tore zu machen, Mann. Nee, ich weiß aber wirklich nicht. Meine Ach, Kumpels wüssten es wahrscheinlich, die sind ja alle Hannover-Fans, deswegen... Heute auch Hannover-Hamburg nachher noch, Leute, als zweites Orakelspiel. Oh, was war das? Das ist was ganz Besonderes für mich, ey. Sind immer Auswärtsfahrt, haben wir eigentlich jedes Jahr gemacht und ich war halt immer der Einzige, der Hamburg-Fan war. Aber es ist ja Fanfreundschaft. Okay, Leute, und jetzt mal... Was war das? Habe ich aus Versehen Flanke gedrückt? Sah so ein bisschen so aus, ey. Okay, Leute, das ist der Titan wieder. Das war immer lustig. Seid ihr nach Dings gefahren oder was? Nach Hamburg, ja. War ja nicht so weit von Hannover aus. Nö. Dann haben wir mal sehr viel Milch auch konsumiert auf der Zugfahrt. Und... Oh! Du Noob, wer war das? Der wird ausgewechselt. Ganondorf wird umgehauen von Goro. Ey, komm, die Chance, ey. Ich hatte echt schon... Der muss eigentlich auch drin sein. Oh. Der ist auch bei jeder anderen Mannschaft ist er drin. Stimmt, du hast ja auch mal gesagt, Darmstadt und kann ich ja heute dann auch sagen. Wobei Darmstadt ist ja, wie gesagt, gar nicht so schlecht, ne? Liegen die nicht sogar, ne, die liegen kurz unterm HSV mittlerweile, ne? Ja, ich weiß, aber dass sie eigentlich gar nicht mal schlecht waren. Dafür, dass man eigentlich so denkt, Darmstadt. Haben ja den Durchmarsch geschafft, ne? Aus der dritten? Oh, komm! Der muss jetzt aber, komm! Das ist nicht dein Ernst, was du machst! Das ist nicht... Ja. Ärgert sich auch Niemeyer. Vor allem, gestern hast du noch so einen Spieler wie Lewandowski, wo du eigentlich einen geilen Schuss machen willst und er kriegt den total falsch, dreht sich und macht ein Tor einfach. Und hier ist das Tor leer und sie treffen nicht. Der Titan hat aber auch gut gehalten, den ersten Schuss, muss ich sagen. Der Titan, vielleicht will er ja auch Titan ab heute genannt werden dann. Werner! Hallo Werner! Wer natürlich was nun, das ist so Romoxid hier. Oh, da ist der Torwart aber weit draußen. Schade. Oh, hallo? Das ist der Körpereinsatz. Es ist aber auch echt so, wenn du mit einer Mannschaft spielst, die schlechter spielerisch ist, dann spielst du automatisch Körperbetont. Ja, musste ja. Oh. Lilie, oh Lilie, oh Lilie. Ist schon so ein verkappter Darmstadt-Fan, was? So ein bisschen. Oh, das hat er gut gemacht.
So, jetzt lauf doch mal und mach einen Kopfball-Torpedo. Das ist kein Torpedo. Ein Torpedo ist so... Wie macht ein Torpedo Grills? Wie macht der Torpedo? Wie macht er? Ja, komm. Danke. So. Jetzt zaubert Darmstadt sich hier... Oh, Rosenthal, der hat einen guten Fernschuss, das weiß ich nicht. Oh Mann, das ist doch nicht wahr. Ich muss mich wieder auf Noobs einstellen. Du musst dich wieder... Es ist kein Rakitic. Kein Ivan im Team. Ach, come on. Come on and slam. Komm jetzt aber bitte. Das ist nicht wahr, ne? Du denkst schon so, erst am Torwart vorbei. Fliegt daneben. Erst am Torwart vorbei. Ich war wirklich ein bisschen... Aber Stuttgart spielt aber auch richtig unterirdisch. Ja, aber die haben doch jetzt... Das letzte Spiel war nicht schlecht. Die haben Abseits-Tor gemacht, glaube ich. Echt? Also... Ja. Oh, okay, schade. Der Titan! Und das Ding ist... Ich denke nicht, dass der Trainer von Stuttgart noch so lange dabei ist. Das sind ja so irgendwie die letzten drei Spiele sind ja so Entscheidungsspiele für ihn. Die letzten Atemzüge von ihm. Wie viele Punkte haben die denn? Drei oder weiß sechs? Weiß ich nicht, sehr, sehr schlecht auf jeden Fall. Und wer soll den VfB Stuttgart dann retten? Hüb ist ja jetzt bei Hoffenheim. Wie wär's mit Doll? Oh Gott, weiter im Abseits kann man nicht stehen. Weiter im Abseits. Doch, direkt im Tor. Ja, genau. Obwohl, wenn du im Tor stehst, bist du ja hinter der Linie, dann zählst du ja nicht als Abseits mehr. Ja, stimmt. Alter, das war richtig krass. Ja, ich sag ja. Ja, ich habe ja auch schon irgendwie vor einer halben Stunde gedrückt, dass er passen soll, also... Kann ich ja nichts für, wenn der dann irgendwie erst im nächsten Angriff den Pass spielt. Adiola. Oh, like a pro. Oh Gott, nicht Maxim, ey. Maxim ist einfach auch richtig gut, der kann richtig gute Flanken und alles. Ja. Hat ja eine Zeit lang mal nicht gespielt. Fisch habe ich gar nicht verstanden. Ich meine, es ist eigentlich mit einer der besten Spieler bei Stuttgart. Lauf. Ja, aber wenn die dann halt so eine Formkrise haben, ist halt auch keine. Oh, jetzt aber komm! Das gibt's nicht! Da war ein Loch im Dings. Ey. Guckt euch das an, ey. So, also der war. Ja, zehnmal brauche ich das jetzt auch nicht sehen. Ich kann gerne nochmal angucken. Kann auch ohne Verteidiger spielen, ne? Das ist, ich glaube auch. Es macht keinen Unterschied heute. Ey! Okay, ich mache heute kein Tor mehr, Leute, mit diesen Spielern, glaube ich. Warum ist das denn? Das ist so schön gewesen. Er rennt weg vom Ball. Das ist so typisch FIFA, ey. Ball, 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 Ball. No, oh mein Gott, ein Ball. Nimm du ihn. Wenn Werner jetzt hier... Eggert hat ihn aufgehalten. Das fand ich jetzt ziemlich unfair. Warum? Werner wäre durch gewesen. Ja, und, aber das war trotzdem ein faires Spiel. Okay, Rosenthal ist jetzt durch. Komm, bitte, jetzt. Komm, locker, bitte, bitte. Ja! Rosenthal hat er in Hannover gelernt. War der bei Hannover? Rosenthal war bei Hannover, ja. Okay. Ey, die haben einfach Hannover zusammengekauft. Der Jan... Fehlt nur noch, dass sie schlau drauf auch noch kaufen. So, schön zur Halbzeit. Dem Goro die Halbzeitsansprache versaut. Ja, da oh, ich habe mal mehr Wind Ballbesitz. Krass. Ja, du hast den Ball fast durchgehend gehabt, Mann. ich bleib so. Auch wenn das nicht sonderlich erfolgreich war eigentlich. Kann es wird sich hier nichts dran geändert. Kann nichts einwechseln hier. Es ist ja, ich glaube ich auch nicht. Außer Strohengel könnte ich noch bringen. Den ich einwechseln will? Ja, da müsste Maxim weichen. Pff. Dann so ein Schuss, weißt du? Maxim würde ich nicht auswechseln. Mit Maxim, oh, der ist so gut, ey. Mit Maxim kannst du richtig geile Fernschüsse machen. Habe ich letztes Jahr auch mal gemacht. Ey, bei Goro kommen die auch noch immer fast an, ey.
Ich frage mich halt auch manchmal, wie das passieren kann. Ja, da drin bist du halt gut irgendwie, keine Ahnung. Aber schön, dass du nicht mal selber weißt, wie. Na geil. Ne. Yo, yo. Yo. Hasse! Oh! Ich gedacht, dass er ein Brand kommt. Bin extra nicht gelaufen. Dachte einfach, oh, der ist auch sicher. Wenn du da stehen geblieben wärst, hättest du den gekriegt, du Noob. Lauf! Komm, das ist nicht euer Ernst. Elva. Okay, Ganondorf. Was? Voll angerempelt. Es ist so langweilig. Ja, es ist aber gerade auch anstrengend, so, weil der Ball irgendwie so komisch hin und her floppt. Abseits, okay. In welchem Paralleluniversum war der? Oh Mann, ey. Nein, Go. Oh, zu weit. Das Schlimme ist, ich kann mir halt sogar vorstellen, dass Darmstadt gewinnt. Echt? Ja. Oh! Jetzt! Oh! Abseits. Och Mann, warum? Warum? Das will ich aber nochmal sehen. Naja, gut, okay. Aber das war ja auch ein Torschuss eigentlich. Also eigentlich kam der Pass ja von deinem Torhüter. Naja, das war ja kein Pass vom Torhüter, der den Ball abgewehrt. Ja, was können wir denn dafür, wenn er so schlecht abwehrt? Okay, komm, Wagner! Ja! Was? Wieso durfte ich nicht jubeln? Wieso durfte ich nicht jubeln? Ich hab mich schon darauf gefreut. Das war das Schönste. Der Sandro! Hat er bei Bayern gelernt. War der auch mal bei Bremen? Nee, ich weiß es gerade gar nicht. War der mal Stuttgart? Wer? Sandro Wagner? Echt? Nee, warte mal, das hatten wir doch letztens nachgeguckt, wo der überall war. Stimmt. Hab's aber schon wieder vergessen. Also bei Bayern war er auf jeden Fall. Nope. Schaka Tester. Rosenthal, komm, lauf weiter. Lauf weiter, lauf weiter. Yo, geiler Pass, ey. Was machen meine denn? Es ist einfach nur so unglaublich scheiße, was Stuttgart hier auf den Platz bringt. Ungelogen. Ungelogen. Oh, der wechselt jetzt den Lord ein. Ja, jetzt. Jetzt wird's ernst, Leute. Wenn er den Lord... Strohengel hat 69. Ey, wieso habe ich den nicht eingewechselt? Kein Wunder, dass ich hier verliere. In Lord? Lord spielt immer ein Team, der spielt bei... Ach ja, der bei Wolfsburg, stimmt, shit. Hä, ja, wen hat denn Stuttgart noch, den du noch bringen könntest? Wen kann ich denn bringen? Hä? Mir fällt echt keiner ein, bin ich gespannt. Oh, guck mal, die Chance zeigen sie nochmal, die war halt echt gut, ne? War ganz okay, ne? Halt mich auch für den Moment jetzt sehen. Haben nicht gesehen, wer eingewechselt wurde. Kostic. Und Schwan. Ecke. Ja, leider. Strohengel für Wagner, Leute. Jetzt wird's sexy. Konstantin Rausch, der Eckenkönig hier aus Darmstadt. Lilie, oh Lilie, oh Lilie. Weißt du, du spielst Stuttgart und singst hier das Dingenslied. Das ist natürlich auch sehr nett von dir. Oh! Rugby oder was? Ball gespielt. Rot! Nee, war keine Torschance. Endlich hat Goro mal wieder seine alte Form gefunden. Insua. Insua. Ist fast der beste Spieler bei Stuttgart sogar. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Plötzlich ein wilder Insua appeared.
Boah, die Pässe sind echt grandios von uns. Oh, scheiße, Leute, das ist das 2-1. Fuck! Grätsch den um! Oh, geil. Knapp daneben, Harnik. Harnik mit seiner sexy Frisur. Das war so die Chance der Chance. Ja. Die muss man eigentlich machen, wenn man hier noch was reißen will. In der 80. Lauf, Zulu. Ey, wie kommt... Was ist das für ein Schuss? Ach, das sah aus... Oh, das sah eher aus wie eine Flanke. Nö, ich hab Aber ich nicht. Okay, Leute, langsam macht Goro jetzt irgendwie auf einmal wieder Stress, ey. Och Mann! Alexandru, was soll das? Pfff. Oh. Nichts da. Rosenthal, wenn ich jetzt ein Tor kriege, ist es deine Schuld. Ah, Torwart! Ey, Goro, was soll die Kacke? Was machst du, was? Jetzt komm durch. Strohengel! Strohengel! Mit der 69, Leute. Ach, Mann. Wow, was? Ey, Darmstadt, ne? Ehrlich. Ist nicht euer Ernst. Darmstadt am Schwimmen, wie ich das sehen kann. Ey, komm, die führen 2-0, also. Ja, aber so vom... Vom Spiel ja, her. Momentan läuft gar nicht bei denen. Wow, okay, shit. Ja, immer über die Außenseite. Ey. Oh, was? Ey, komm, das war doch kein guter Schuss. Wieso kann man den denn nicht halten, richtig? Guck mal auf die Wertung vom Torwart gleich. Ja, ja, null wahrscheinlich. Nee, hat irgendwie 68, hat er da. Ja, kriegt er überhaupt eine Goldkarte bei dem Team? Ja. Ne, Gold ist ja eigentlich ab 75. Ja, guck, der hat nicht mal eine Goldkarte. Hat aber auch, der Titan hat aber. Oh! Oh, da geht bei mir nochmal eine Ecke nicht. Abpfiff! Darmstadt, Leute! Alarm im Darm! Lilie, Olivia. Ja, ihr seht schon, Goro hat, ne, nicht richtig gespielt, der wurde gekauft von Darmstadt. Also, ich sag mal. 1-0 für Darmstadt ist drin. Da waren war schon so ein paar Lacker-Dinger, so, wo die eigentlich auch hätten drin sein können, ne? Ja, aber ich sag mal 1-0 für Darmstadt. Ich bin gespannt. Ich glaube eigentlich an Stuttgart. Ich weiß aber nicht warum. Aber auch wenn, denn so ein Rumgestokel. Vielleicht auch einfach ein 0-0. Oh. Ah, guter Tipp eigentlich sonst. Alles klar, Leute. Was tippt ihr? Schreibt's in die Kommentare. Und nachher gibt's noch Hannover gegen Hamburg. Haut rein. Tschüss.